Hallo zusammen. Heute mal wieder ein Test mit dem Spieleronkel. Diesmal keine Tastatur, keine Maus, kein was auch immer, sondern hier so ein Gerät. Ich sage erstmal Gerät, weil das ist nämlich ein Minicomputer. Und zwar so ein angeblich spieletauglicher Minicomputer von Asus. Das ist der ROG, also Republic of Gamers GR8. Und den zeige ich mal eben so, was der so kann. Also ganz wichtig, gerade mal 2,5 Liter Volumen hat das Gerät. Das ist schon, würde ich mal sagen, unter Konsolenformat. Es soll so ein PC im Konsolendesign sein. So auch Richtung Steambox etc. Ja, und dann gucken wir doch einfach mal, was er so alles anzubieten hat. Also, er sieht natürlich stylisch aus. Eigentlich sollte er so auf dem Tisch stehen. So ist es gedacht. Das heißt nicht, dass man ihn nicht legen kann. Aber ich mache es jetzt mal so, wie der Hersteller das am liebsten hätte. Quatsch. Also, wir haben hier Front 2 USB, Audioanschlüsse. Hier vorne ist ein interessanter Schalter. Das ist nämlich, das Ding hat natürlich auch WLAN. Das gehört sich ja für einen modernen Spielerechner. Da ist das nennt sich Miracast-Empfänger. Wenn man nämlich dann hier drückt, dann kommt da ein Menü und dann kann man direkt sich verbinden, entweder mit dem Tablet oder mit dem Smartphone oder was auch immer. Das ist eine nette Sache, weil man halt hier direkt so einen Kontakt herstellt. Gut, die Rückseite, schauen wir auch mal eben. Das sieht auch ganz gut aus, reichhaltig bestückt, würde ich mal sagen. Und zwar hier unten sind, das sieht man nicht, das ist auch komisch. Normalerweise haben die immer so eine blaue Kodierung, haben sie aber irgendwie hier nicht, aber es sind USB 3.0 Anschlüsse, 4 Stück. Das ist ausreichend. Hier der normale Netzwerkstecker. Hier haben wir einen DisplayPort, hier haben wir einen HDMI-Ausgang und hier nochmal diverse Audio-Ausgänge. Das heißt, man kann hier hinten, ist es besser, wenn man zum Beispiel sagen wir, Boxen oder sowas anschließt. Vorne hat man nämlich einen Anschluss für einen Kopfhörer, der hat sogar einen Verstärker. Das ist oft so, dass die Frontanschlüsse speziell für Kopfhörer geeignet sind. Das ist auch logisch, dann kann man nicht vorne reinstecken. Gut, ich würde sagen, wir machen das Ding einfach mal auf, gucken, ob wir vielleicht was erkennen, was da drin ist. Das ist ganz einfach und zwar hat man da so ein Schloss, das habe ich natürlich schon entriegelt, sonst könnte ich das hier nicht machen. Wenn ich jetzt hier schiebe, dann geht der Deckel auf. Gut, jetzt lässt sich Asus da nicht so ganz in die Karten gucken, also man sieht nicht so ganz, was drin ist, aber wir können ja mal schauen, da fangen wir doch mal an. Hier sieht man nämlich zum Beispiel 2 RAM-Module, das sind 2x4 GB DDR3 SO-DIMMs mit 1600 MHz Takt, also 2x800, dann hier vorne, das schraube ich jetzt aber nicht aus, hier ist ein Käfig für eine SSD. Diese SSD ist aber nicht mit dem Lieferumfang. Die haben wir nachgerüstet, da haben wir nämlich unser Betriebssystem draufgepackt. Normalerweise ist hier auf der Platine, man sieht es hier vielleicht, wenn man mal so ein bisschen hochhebt, hier so im Ansatz, hier befindet sich natürlich die Platine. Darauf befindet sich auch eine Terabyte HDD und zwar eine 2,5 Zoll HDD von Kingston. Was man jetzt machen kann ist, so haben wir das auch gemacht, man kann das Betriebssystem, was da auch mitgeliefert wird, das Gerät wird nämlich mit einem Windows 8.1 ausgeliefert, 64-Bit. Das kann man jetzt, wenn man sich eine zusätzliche SSD holt, weil die ja schneller sind, schnellere Bootzeiten, schnellere Ladezeiten, könnte man sich theoretisch klonen, hätte dann das Betriebssystem auf dieser SSD, die man sich nachholt und hätte dann die Terabyte-Platte für die ganzen Spiele. Dann die zentrale Recheneinheit hier in dem Gerät, das ist ein Core i7-4510U. Da wird jetzt jeder sagen, was ist das denn? Ja, das ist ein Haswell Stromsparchip, der normalerweise in Ultrabooks eingesetzt wird. Der ist hier drin, macht natürlich, ergibt auch Sinn bei so einem kleinen Gerät. Da kann man natürlich nicht in einen Core i7, weiß ich nicht, 3770, 4770, was auch immer einbauen. Da wird es nämlich auch warm. Also hat man da so ein Stromspar-CPUchen genommen. Und da ist jetzt die Frage, taucht die zum Spielen, weil die hat gerade mal 2x2 GHz, hat aber Hyper-Threading, sodass die beiden Kerne, also dann 4 Threads ausführen können. Im Turbo geht er sogar bis 2,8. So viel zum Prozessor in dem Gerät. Natürlich hat er auch eine Grafikkarte, das soll ja spieletauglich sein. Und das geht also nicht mit der integrierten Grafik, die da auch noch drin ist von der CPU, mit der HD 4400. Die wird nur benutzt, wenn Desktop-Betrieb angesagt ist. Wenn es ans Spielen geht, dafür hat Asus hier den kleinen hier auch noch bestückt mit einer GTX 57 Ti. Die ist so untere Mittelklasse, nicht die schnellste, aber sollte eigentlich einigermaßen flottes Spielen garantieren. Das werden wir noch sehen. Das probieren wir nämlich gleich einfach mal aus, indem wir uns einmal Dragon Age Inquisition schnappen und mal schauen, was das Ding kann. Ich muss dazu sagen, ich habe den schon eingehend untersucht. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dieser Prozessor ist wirklich ein echter Stromsparer. Also wir haben mal mit Crysis 3 gemessen, da waren gerade mal 70 Watt unter Volllast. Das ist echt wenig, also zumindest Strom sparen kann er.
auch wenn vielleicht die Spielleistung nicht die beste ist, aber das kann er. Genauso wie leise ist der, das können wir hier so schlecht zeigen, aber ich habe das auch schon gemessen. Also der ist bei Volllast 1,1 so leise. Das ist so ein bisschen, aber wirklich nicht viel. Und vor allen Dingen, wenn das Ding dann im Desktop ist, dann hört man ihn gar nicht. Also das sind auf jeden Fall Vorteile des Geräts. Aber gut, er wird hier angeboten als Konsolen-PC, Spiele-PC. Da müssen wir natürlich auch in Medias Res gehen und gucken, was los ist. Und das werden wir jetzt mal eben machen. So, jetzt haben wir hier den PC im Konsolenformat angeschlossen. Was ich eben ganz vergessen habe, dieses Gerät für 900 Euro ist es zu haben. Es wird gleich auch hier schönes Mäuschen mitgeliefert. Das ist eine Asus-Maus. Die haben wir auch damals schon mit 1,5 getestet. Die ist also sehr gut. Und was das Feine ist, auch hier wieder für mich als Papst der mechanischen Tastatur. Nee, ist nämlich eine mechanische Tastatur. Und zwar eine Tenkeyless ohne 10er-Block, kurz und knapp, mit roten. Und es sind keine Sherry-Schalter, es sind Keil-Schalter. Das ist die andere chinesische Hersteller. Das ist der andere chinesische Hersteller. Und die entsprechen aber in diesem Fall, also ich fühle und meine auch, die würden den Sherry MX Raid entsprechen. So viel dazu. Das heißt also, wer das Ding kauft, kann es im Endeffekt out of the box anschließen. Sogar am Fernseher, wir haben ja HDMI-Anschluss. Aber gut, jetzt wollen wir wissen, was kann er. Alles andere interessiert jetzt nicht. Also, ich habe Dragon Age Inquisition hier vorbereitet. Wir laden unsere Benchmark-Szene. Ich habe jetzt Detailstufe Ultra, Kantenglättung aus, 1080p, sprich Full HD Auflösung, Details Ultra. Mal gucken, was er sagt. Wir werden es sehen in ein paar Sekunden. Hier haben wir jetzt die Benchmark-Szene von PCGH und ich werde jetzt nicht den Benchmark starten, weil das Problem ist der verschwindende Fraps-Counter, da haben wir nichts von. Ich laufe jetzt einfach mal diese Strecke ab und wenn man das verfolgt, das ist sogar recht stabil, da ist nicht viel Wechsel drin, also 17, 18 Bilder pro Sekunde. Mal 19, aber so im Schnitt. Das ist natürlich nicht viel. Also mit allen Details würde ich jetzt mal sagen, klappt nicht. Aber wir haben ja noch einen in der Hinterhand. Reduzieren wir ein bisschen, gucken nochmal. Wir haben jetzt hier die Grafikqualität Mittel eingestellt. Das heißt, ziemlich die meisten Sachen sind auf Mittel. Natürlich Kantenglättung wieder aus. Jetzt nochmal das Ganze. So, mittlere Grafikqualität, wie man sieht, gut, es hat sich ein bisschen was geändert, zum Beispiel fehlt hier so ein bisschen an Grünzeug etc., aber ich finde, das Spiel sieht so schlecht jetzt noch gar nicht aus. Und, was man hier sieht, ne, wir haben um die 40 Frames, teilweise auch, wir haben jetzt gerade eben in den Spielstand, wir sind nicht zurückgegangen, aber es macht nichts, es ist, um zu zeigen, wir bleiben ständig konstant über 30, jetzt hier, wo ein bisschen mehr los ist, sind es 38, es kann auch, wenn es ein bisschen leerer wird, wird es ein bisschen höher. Also summa summarum, wir haben echt deutlich was rausgeholt und dann ist das Spiel auch spielbar. Das heißt, die Spieletauglichkeit ist auf eine Art schon bewiesen. Als Spieleonkel gebe ich diesem Rechner das Prädikat spieletauglich. Allerdings, gut, 900 Euro ist eine Ansage, sage ich mal. Wer selber basteln will, kriegt wahrscheinlich was Leistungsstärkeres hin. Aber muss man sagen, 2,5 Liter Volumen ist eine Herausforderung. Genauso wie das stromsparende Arbeiten des Geräts, die leise Betriebslautstärke. Und auch, wir haben auch Temperaturen gemessen, da wird auch nichts zu warm. Das ist also gar nicht schlecht. Und wer auf ein paar Details verzichten kann, der hat eigentlich ein schönes, schmuckes Gerät fürs Wohnzimmer, auch für den Fernseher oder wo auch immer. Insofern, ich gebe dem Ganzen schon 4 Sterne, denn man kann damit spielen, definitiv.